Hallo Leute, wie geht's? Hier ist Lieutenant Royal Shrimp und ja, wie ihr wahrscheinlich merkt, ich spreche oder auch rede Deutsch. Falls ihr nicht wisst, ich komme original aus Deutschland. Ich wurde in Köln geboren, aber ich habe auch keinen kölnischen Akzent, weil meine Eltern aus der Gegend sind, aber auch länger in Berlin und so gelebt haben. Deswegen spreche ich eher einen Hochdeutsch, akzentfrei, würde ich auch mal sagen. Und ja, ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass das ja auch relativ speziell ist, weil das ist mein erstes, wie sagt man, Commentary auf Deutsch. Und für ihr alle, die irgendwie, weiß ich nicht, das komisch findet, dass ich Deutsch rede, ist ja auch alles okay. Manche Wörter kenne ich nicht in Deutsch, weil ich gehe fast jeden Sommer nach Deutschland und so. Und deswegen, ja, keine Ahnung, kenne ich die ganzen Wörter, vor allem im Englischen. Also ich weiß nicht, sogar meine deutschen Freunde sagen zu irgendwelche, zu statt, also den Maps hier sagen die, Ka oder, also die sagen statt Karten irgendwie Maps oder so. Das kann ich auch alles verstehen, hört sich auch alles ein bisschen besser an. Und ja, deswegen, ich dachte, ich mache einfach mal ein deutsches Commentary, um mal zu hören, was ihr denkt, weil ich habe gesehen, dass auf meinen YouTube Analysierung ist eine Menge Deutsche gibt, die meine ganzen Sachen gucken, und da frage ich mich, ja, warum nicht einfach mal ein deutsches Commentary machen, wenn ich ja so viele Deutsche habe. Wenn ihr das mögt, könnt ihr mir ja mal den Daumen hoch geben, und mal ein bisschen, ja, weiß nicht, einen Kommentar hinpacken, was ihr denn so glaubt und ob ihr mehr wollt und so. Und ja, also das hier ist Medal of Honor, was ich hier gerade spiele, aus 2010 war das oder so. Und das ist, was passiert. Ich spiele das und ja, ich gehe drauf auf der Xbox, und an sich war das Spiel ziemlich populär für eine Weile. Und dann nach einer Weile aber wurde es relativ unpopulär, dadurch, dass nicht viel vorausgekommen ist, und es war halt wieder dein Standard, ja, weiß ich nicht, Standard First-Person-Schießspiel. Und deswegen, ja, nach einer Weile ist der Hype ein bisschen runtergegangen. Und deswegen ist da keiner auf diesem Server, wo ich gespielt habe. Und deswegen war es ein bisschen blöde. Deswegen, wie du siehst, krieche ich hier so ein bisschen rum. Und ich dachte mir, hey, es könnte Spaß machen, so ein bisschen so zu spielen wie, weiß ich, wie im Militär, mal hinter die Steine zu rennen und so. Und ich merke aber relativ schnell, dass es gibt ein paar Leute hier drauf, die nicht sehr gut sind. Deswegen, im Ende gewinnen wir. Da ist ein Schock. Aber nö, also eigentlich, ja, es ist halt nur sehr lang, es sind 15 Minuten oder so, dadurch, dass ich halt die ganze Zeit rumrenne. Und im Endeffekt, die Spiele von Medal of Honor sind auch nur 15 Minuten lang. Du siehst es nie, aber da ist eine Uhr im Hintergrund, die ganze Zeit guckt, ja, wie spät es, oder wie lange das Spiel ist. Was, ich glaube, sie hätten reinpacken sollen, okay, da ist nur so viel Zeit übrig, weil es ist schon manchmal ein bisschen blöde, weil man spielt halt und plötzlich kommt halt die Musik in einem Haupt des Spiels um, obwohl man irgendwie, weiß nicht, fast am Ende ist, oder man hatte noch irgendwie eine, weiß ich nicht, wie sagt man das, Killstreak, den man benutzen wollte oder irgendwie sowas. Deswegen, ja. Und wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, ich kann akzentfrei Deutsch sprechen, oder, also was ich glaube, ist akzentfrei, weil ich ja nicht so oft in Deutschland bin, und meine deutschen Kameraden sagen mir nicht so oft. Und ich kann auch akzentfrei Englisch sprechen. Deswegen ist sehr witzig. Eine Menge Leute wissen öfters hier in Amerika nicht, dass ich Deutscher bin, und eine Menge deutsche Leute wissen nicht, dass ich ja in Amerika lebe und kaum Deutsch spreche. Aber hey, ist gut zu üben. Das war relativ, ja, ich weiß nicht, lucky. Wie gesagt, manchmal ändere ich auch kurz auf Englisch um, weil es halt super einfach für mich, das so zu ändern. Ich könnte jetzt dieses Commentary gleich ändern. So yeah, guys, I was just talking in German there a little bit. As you can see, I can switch really easily, because I was born in Germany. Und ja, deswegen ist es ziemlich cool. Um ganz ehrlich zu sein, ist faszinierend, weil ich habe einen deutschen Freund an der Schule, der ist Austausch, und sein Deutsch ist ja auch ziemlich gut, aber er kommt aus so Bremen in der Gegend, und deswegen merke ich bei ihm den Akzent. Und wie ihr gerade seht, da sind eine Menge Scharfschützen oder ja, in diesem Spiel, und das ist mehr oder weniger, was das Spiel nur noch wird. Im Endeffekt bleiben die nur noch da oben, und es wird ein bisschen langweilig, weil ja, im Endeffekt ist es nur noch das. Ich sitze hier, schieß die schießen mich, und hin und her. Und das ist, was Medal of Honor wirklich geworden ist. Also im Endeffekt, was die machen, ist, die rennen einfach, ja, weiß ich nicht, zu ihren ganzen Stellen. Und weil man halt nicht sieht, wo die Leute dich getötet haben, also wo die waren, kann man dann nie zurückgehen. Das heißt, man muss einfach nur die Maps super gut auswendig kennen. Was auch manchmal ein bisschen blöde ist, weil ich meine, man kann nicht die ganzen Maps kennen. Und da, den Typen habe ich nicht gesehen. Also ich habe ihn ein bisschen gesehen, aber ich glaube, er kriegt mich hier am Ende. Ja, nein, ich weiß nicht.
Die Noob-Tubes in diesem Spiel sind nicht so stark. Aber ich, ja, dann verstecke ich mich hier unten. Also, wie gesagt, es war ein sehr langsames Spiel und so. Und ich saß da so und dachte, na, soll ich das uploaden? Soll ich das auf YouTube packen? Ja, nein. Und da dachte ich, okay, weil im Ende kriege ich irgendwie, weiß ich nicht, 30, ich sag mal auf Englisch, Kills und sterbe nur 15 Mal. Deswegen, ja, ist eigentlich, ist, an sich ist das KDR nicht so schlecht, aber das ist ja in Englisch, also KDR, Kill-Death-Ratio. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr mehr deutsches Commentary, das ist mein erstes, deswegen ich bin ein bisschen unsicher, wie es sein wird und ob ich mich okay anhöre und da so ein Kram, aber ist ja okay. Ich sehe ja nicht zu viel Deutsche auf YouTube. Ich meine, es wäre interessant, wenn das hier irgendwie mehr erfolgreich sein würde, weil, wie gesagt, es ist halt cool. Und ja, genau, hier. Und der Typ auch. Zwei Leute. Ta. Ich finde das immer interessant, weil wenn man hier Leute, ich sag's einfach mal, knifed oder so, dann der Ton hört sich richtig, weiß ich nicht, der richtig Bass dahinter, richtig umf. Der macht einfach nur so rutunk und rutunk. Deswegen ist witzig, aber ich weiß nicht, der Sounddesign von diesem Spiel ist einfach nur geil. Weil so Spiele so wie Call of Duty ist so ein bisschen, naja, okay, sie haben einen Ton reingepackt, damit sich das Spiel nicht so schlecht anhört, aber dieses Spiel hier, wenn man sich vorne einen Silencer dran packt an sein Gewehr, also hier, ich benutze gerade eine M16 oder so, dann das hört sich schon ziemlich cool an und es hört sich schon anders an, als wenn man, es macht doch nicht so dieses kleine Ting-Ting, dass es sich so schwach anhört, sondern das ist richtig, ich weiß nicht, das hört sich richtig, ja, gut einfach an und ich habe eine Menge, ich habe ein 7.1, ja, Surround Sound System zu Hause und deswegen, wenn man da drauf spielt, man hört sich das Spiel gut an. Vor allem, wenn man irgendwie eine Saw, die, was ist das, die 246 oder 249 Saw benutzt, das hört sich einfach brillant an. Und, ja, ich habe nicht viel zu sagen. Wie, also ich sage das öfters in meinen Videos, aber ich habe irgendwie nichts, worüber ich rede. Einfach so, also ich habe nichts irgendwie auf dem Papier geschrieben oder so. Meistens mache ich einfach, klicke ich einfach auf den Aufnehmen-Button und dann nehme ich einfach meine Stimme auf und ja, mal sehen, wie das alles funktioniert. Aber ich hoffe, dass ihr alle meinem Diablo Playthrough mögt. Ich werde definitiv mehr davon machen. Ich werde wahrscheinlich hoffen oder hoffentlich das komplette Spiel machen. Bei mir öfters, ich muss noch ein bisschen an das arbeiten, aber wenn ihr wollt, kann ich ja mal irgendwie in Deutsch eine Episode oder so reden. Dann könnt ihr mal hören, wie sich das anhört und wie ich denn so rede. Aber ja, da war das irgendwie Network. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie, das war blöde, weil da habe ich ihn getroffen. Da kam Blut aus ihm raus, aus dem Typen. Aber ja, ich habe keine Hitmarkers gekriegt. Wie gesagt, es wäre schön, wenn ihr vielleicht irgendjemand in einen Kommentar lassen könnte, wie denn die ganzen deutschen Wörter dafür sind. Ich weiß, es ist halt komisch, aber ich kenne die halt ehrlich nicht, weil ich nicht die ganzen Spiele in Deutsch spiele oder auch nicht, weiß ich nicht, keine deutschen Commentaries mache. Aber ja, deswegen weiß ich nicht, wie viel Zeit habe ich noch übrig? Oh je, ganz schön viel. Lass mal sehen, worüber reden. Eigentlich nicht viel. Also ja, wenn ihr so ein bisschen wo wissen wollt, wie das alles so gekommen ist. Also wie gesagt, ich bin in 95 geboren, ich bin 17 Jahre alt. Und nach ungefähr einem Jahr, als ich ein Jahr alt, sind meine Eltern nach Amerika gezogen wegen meinem Vater, der eine Videospielfirma hat. Und weil die gerade mit LucasArts, also die ganzen Star Wars-Spiele und so, weil die mit LucasArts am Arbeiten waren, war es halt einfacher, wenn man nach Amerika zieht, statt irgendwie in Deutschland zu bleiben und von da aus alles zu machen. Deswegen bin ich hierher gezogen und bin dann hier halt auf Schule gegangen und so. Und ich kann nur Deutsch sprechen, weil meine Eltern halt mit mir nur geredet haben Deutsch. Zu Hause reden wir nur Deutsch. Ich weiß nicht, also wie gesagt, wir reden wirklich nur Deutsch. Nur wenn ich bei Freunden bin, mit Freunden bin oder in der Schule bin, rede ich Englisch. Deswegen, ich kriege wirklich eine gute Mixtur von beiden. Aber wie ihr wahrscheinlich schon merkt, mein Deutsch ist ein bisschen komisch, weil, wie gesagt, ich rede nur mit meinem Vater, Mutter und Bruder und deswegen ist es manchmal ein bisschen komisch, weil wir unser eigenes Deutsch dann im Endeffekt erfinden, weil wir keinen irgendwie, ja, wir haben keinen Referenzpunkt in Deutschland oder so. Aber wie ich auch schon meinte, wir gehen jeden Sommer irgendwie nach Deutschland oder versuchen jeden Sommer nach Deutschland zu gehen, deswegen da werde ich, ja, meistens immer ein bisschen besser und ich merke dann auch, wie, wenn ich zurückkomme,
Ist mein Deutsch ein bisschen besser, wenn ich da hingehe, dann ist es erstmal, dann gucken mich die Leute manchmal etwas komisch an, aber ja, ist ja eigentlich alles ganz okay. Aber ich muss schon sagen, es fühlt sich einfach an, in Deutsch zu reden, außer die paar Wörter, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, ist mehr relaxed und ja, ich probiere es einfach mal. Ich sag einfach mal, ich mache mal ein paar Videos hier in Englisch und dann ein paar in Deutsch und ja, ich glaube, ich ändere mal dann auf Englisch um. Wenn ihr weiterhören wollt, dann wie gesagt, dann müsst ihr euer Englisch ein bisschen besser machen. Und wenn ihr mehr deutsche Videos sehen wollt von mir, wo ich dann auch über etwas interessantere Sachen, ist das überhaupt richtig, interessante Sachen rede, dann, wie gesagt, dann gebt mir einen Daumen hoch, obwohl das sich super blöde hört, anhört. Also Thumbs up und einen Like, einen Kommentar. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch subscriben. Das wäre super nett. Wie gesagt. So guys, I hope you guys like that. That was in German a little bit. For those of you unfamiliar, I was born in 1995 in Cologne, Germany, and after about a year, my parents actually moved over to the US, and that's why I can speak pretty much accent-free German and accent-free English as well. So yeah, I hope you guys have been enjoying this gameplay here. As I was saying in German earlier, it's kind of boring because I really like Medal of Honor, and you know, I take my inspiration to playing it from Krahu. If you guys don't know him, just search up his name. He's pretty good Medal of Honor player, but I really wish there was a bigger server population because, as you can see here, there's only like four people on my team, four people on the other team, and it's really hard to get any amount of kills. And so actually, we reached the time limit of 15 because there is an unspoken and yet untimed timer. There's no timer anywhere at all. So, but after 15 minutes, the games do end. I don't know why there's a limit on that. They should just keep going until somebody wins. Then I fail sniping right here. This guy keeps moving around a little bit, but eventually I get him. So yeah, like I was saying in German, if you guys want to hear more German commentaries and stuff like that, please let me know because I can definitely do them. My German is a little rusty, not in the sense that I don't know how to speak it, more in the sense that I don't know some of the words in German. For instance, like hit markers and stuff like that, I'll just say them in English. That's why you might have heard them in English. But yeah, so an interesting fact that I learned today is that actually if you let's say you have something like 0 Celsius, then that is about what is that, negative 200 and something. No wait, never mind, it's the other way around. 0 Kelvin is negative 200, or was it 100 or 227 Celsius or something like that, so extremely extremely cold. And that's absolute zero. Now, what that means is that 0 Celsius is cold, yes, but that's only the freezing point. That's not absolute zero. Now, how could there something be frozen but not be actually at 0 degrees? Well, look at it this way. Everything in the world is matter, right? So that means that, and matter contains energy, as we know from Einstein and like E equals mc squared, etc., etc. Well, the moment there's energy in any form and matter in any form, there's going to be heat no matter what. So that's why actually matter can never be completely cold. There can never be something at zero. It always, I guess, has to be at 1 Kelvin or higher because there's never going to be 0 Kelvin because that would basically mean that A, there's no matter, or B, like I was asking my teacher, could antimatter technically be 0 Kelvin? I mean, because we all know about matter, and for those geeks out there, yes, Star Trek does use antimatter as its propulsion system. But the question was basically, you know, okay, if we can't reach 0 degrees Kelvin with matter, can we reach it with antimatter? So I was going to do some research on that and maybe find out, and this right here should have been a kill, but you know, whatever. That guy was trying to quickscope. It's not Call of Duty, kids. It's Medal of Honor. And so, yeah. By the way, I hope you guys have been enjoying my Diablo 3 playthrough, gameplay, walkthrough, whatever you guys want to call it. I will be releasing a lot more of it, and I will be releasing the whole game. I did start playing my wizard secondary, or sorcerer secondary account, but my main one is my barbarian, and I will just keep playing that. I will be posting PvP videos and all that fun kind of stuff. So yeah, God, I just hate how there's no server population on Medal of Honor. It just sucks. I mean, I really like this game, and I wish I could post a lot more because I really want to get some cruise missile videos because I love getting cruise missiles. But it's probably not gonna happen at this rate because there's just no way that I'm gonna get enough kills in one game in 15 minutes without all the 24 people. So yeah, we're coming sort of close to the end here. About a minute of gameplay left. Actually, like I said, the 5 minute
like thing runs out. So I'm just gonna sign off now. Thanks guys for watching so much. Like I said, if you guys want to see more German commentary, hear more of whatever, this is a beast snipe right here, then definitely let me know. And please leave a comment, like, favorite, subscribe, do whatever you guys want to do. My name is Roshim. Tschüss, bis nächstes Mal. And yeah, you guys like my language switching abilities. Anyways, my name is Roshim, and I'm out. Copy. 2-3 elements north of your position. Just above you. How copy? Good copy.